Tja, weißt du, ich muss rüber zum Feld und mir einen Hochsitz bauen. Du kannst erst was machen, wenn es aufgehört hat zu regnen. Wozu brauchst du einen Hochsitz? Man kann ihn wie ein Versteck benutzen. Ich wollte die Zugvögel beobachten, wenn sie im Eulenwald Halt machen. Sie müssten eigentlich bald kommen. Wenn's regnet, fliegen sie nicht, Jan. Du kriegst deinen Hochsitz schon noch rechtzeitig fertig. Das ist doch nicht zu glauben. Es regnet. Das ist unfair. Ich habe mich so aufs Zelten heute Abend gefreut. Sieht aus, als würde es gleich aufhören. Aber die Wiese wird ganz nass sein. Ich glaube trotzdem, dass wir einen guten Platz finden. Es hat aufgehört. Großartig. Komm, kleiner roter Traktor, ich habe alles aufgeladen. Los geht's. Möchtest du uns vielleicht helfen, Stumpi? Ich werde mir irgendwo ein ruhiges Plätzchen suchen und mit Flitzer mal anfahren und anhalten üben. Tja, das ist keine schlechte Idee. Das könnte dir ein paar blaue Flecken ersparen. Also, wünsch mir Glück. Besuch mich doch später auf dem Feld und sieh dir meinen Hochsitz an. Mach ich. Upse, immer schön langsam. Weißt du, irgendwann habe ich den Dreh raus. Ich glaube, er wird es nie schaffen, mit seinem Flitzer mal normal zu fahren. Das hier ist ein toller Platz. Von hier aus habe ich einen wunderbaren Blick auf den Eulenwald. Gut, also dann wollen wir mal. Hallo Jan, was machst du denn da? Ich baue einen Hochsitz, damit ich die Zugvögel beobachten kann, wenn sie auf der Wiese vom Eulenwald rasten. Da sind nämlich ein paar sehr seltene Vögel dabei, wisst ihr? Was ist ein Hochsitz? Wie das Wort schon sagt. Ein Sitz, auf dem du sehr hoch sitzt und alle möglichen Tiere und Vögel heimlich beobachten kannst. Du meinst sowas wie ein Baumhaus? Ja, mit einem Baumhaus kann man das wirklich gut vergleichen. Vielleicht dürfen wir da drin übernachten. Dann müssten wir nicht im nassen Gras zelten. Und wir hätten eine tolle Aussicht. Ist eine gute Idee, Max. Aber ich traue mich nicht zu fragen. Ach, komm schon. Du warst immer besser im Fragen. Was denn Fragen? Emma wollte dich fragen, ob wir vielleicht... Max wollte dich fragen. Wir wollten dich fragen, ob wir in deinem Hochsitz sein dürfen. Wenn er fertig ist, natürlich. Dürfen wir das, Jan? Bitte. Wisst ihr was? Ihr helft mir beim Bauen und wenn dann eure Eltern damit einverstanden sind... Dürft ihr das von mir aus? Ja! Was sollen wir denn genau machen? Tja, wir müssen versuchen, dass er so aussieht wie ein Baum, damit sich die Vögel nicht erschrecken. Wir müssen ihn also irgendwie tarnen. Genau. Ich brauche Gräser, Zweige, alles, was nötig ist, den Hochsitz zu tarnen. Schon verstanden, Jan. Ja, das kriegen wir hin. Das war schon ein viel besseres Anhalten. Entschuldigung, aber ich versuche hier zu angeln. Dieses fürchterlich laute Ding da erschrickt alle Fische. Um genau zu sein, es erschrickt auch mich. Oh, das tut mir leid. Ich wusste nicht, dass Sie hier sind. Ich wollte meine Technik anzuhalten üben. Gut, aber ich bin hier. Also seien Sie so freundlich und üben Sie woanders. Am liebsten ganz weit weg. Sie sind ja immer noch da. Sie haben gerade meinen Hut in den See geworfen. Oh, ich geb's auf. Holen Sie mir meinen Hut da wieder raus, dann lasse ich Sie in Frieden. Oh, ich mache alles für ein bisschen Ruhe und Frieden. Jan, meinst du, das hier ist genug? Ja, das ist eine ganze Menge. Also, lasst uns gleich anfangen, den Hochsitz damit zu tarnen. Aha. Das sieht viel besser aus, als ich es erwartet habe. Seht euch das an. Das sieht aus wie eine richtige Burg. Dürfen wir da jetzt hochklettern? Ja, ist gut. Aber seid vorsichtig. Von hier kann man ja bis zum Horizont gucken. Hier kann Jan wunderbar diese Ziegen, diese Dingsvögel beobachten. Zugvögel sind das. Und was ist das? Wenn es hier so richtig kalt wird, fliegen die Vögel dahin, wo es wärmer ist. Wie wir in den Urlaub. Und sie kommen erst wieder, wenn der Winter hier vorüber ist. Gefällt's euch da oben? Es ist richtig klasse hier. Danke, Jan. Ich bring den Hänger zum Hof und hol noch ein paar Sachen zum Beobachten der Vögel. Seid vorsichtig da oben und vergesst eure Sachen nicht. Danke, Jan. Also bis später. Wiedersehen, Jan. Wiedersehen, kleiner roter Traktor. Oh, gut. Hier sieht's schön einsam aus. Niemand zu sehen und genügend Platz zum Üben. Perfekt. Langsam, Flitzer! Nicht so wild!
Gut, und jetzt werden wir richtig anhalten üben. Wir haben es geschafft. Jedenfalls fast. Vielleicht sollte ich ihn noch ein bisschen besser einstellen. Er ist schon wieder runtergefallen. Das ist richtig toll. Er kann uns nicht sehen. Hey, warte auf mich! Ich hab gedacht, dass wir beide zusammen üben. Pass auf den Baum auf! Vorsichtig, Emma. Flitzer kommt direkt auf uns zu. Was sollen wir denn jetzt machen? Oh Mann. Hat dir dieser Baum irgendwas getan, Flitzer? Es ist hoffentlich nichts kaputt. Geht es dir gut, Max? Ja, klar. Warte mal einen Moment. Spürst du das auch? Was? Oh, oh. Der eine Stamm ist gebrochen. Dann sollten wir runterklettern. Geht nicht. Die Leiter ist auch kaputt. Hilfe! Stumpi! Woher weißt du meinen Namen? Moment mal. Bäume können nicht sprechen. Wir sind hier oben. Wie seid ihr auf den Baum raufgekommen? Das ist gar kein Baum. Das ist Jans Hochsitz. Wir haben hier oben gespielt und nun kommen wir nicht mehr runter. Oh, ich verstehe. Ein Moment, der alte Stumpi wird euch schon retten. So, ja. Oh, ich glaube, wir haben den Hochsitz mehr beschädigt, als ich gedacht habe. Habt keine Angst, ich krieg euch schon da runter. Oh, wo ist Jan? Den brauche ich jetzt. Sieh mal, da kommen Jan und der kleine rote Traktor. Jan wird uns helfen. Jan! 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 Nanu, was war denn das? Das sind Max und Emma. Da scheint irgendwas mit dem Hochsitz passiert zu sein. Komm, kleiner roter Traktor, los jetzt! Also, ich verstehe das nicht. Ich habe die Stämme doch tief genug in den Boden gerammt. Beeil dich, kleiner roter Traktor! Sie haben uns gesehen! Jetzt wird alles wieder gut. Schnell, Jan! Sonst bricht alles zusammen! Bring Flitzer in Sicherheit, Stumpi! Warte! Warte! Okay! Gut gemacht, kleiner roter Traktor. Und jetzt drück vorsichtig dagegen und versuch, ihn gerade zu biegen. Ausgezeichnet. Kannst du ihn so halten? Oh, Jan, das ist alles meine Schuld. Ich bin wieder von Flitzer gefallen und er fuhr auf den Hochsitz zu und dann gab's den Unfall. Ist ja gut, Stumpi. Wo ist die Leiter? Die ist auch kaputt. Haltet da oben aus! Der kleine rote Traktor passt auf, dass nichts zusammenbricht. Ich habe die Leiter schnell wieder zusammengebaut. Danke, Jan. Danke dir auch, kleiner roter Traktor. Leg die beiden Hälften der Leiter auf den Boden, Stumpi. Ich werde sie hiermit zusammenbinden. Jetzt schön langsam. Schritt für Schritt. Und vorsichtig. Du hast uns gerettet. Mit der Hilfe des kleinen roten Traktors. So, das sollte erst mal halten. Gut gemacht. Ich bin wirklich stolz auf dich. Entschuldigt bitte. Alle sind gesund geblieben und das ist das Wichtigste. Was ist mit deinem Hochsitz? Und was ist mit den Vögeln? Oh, ich denke, wir hatten heute alle genug Aufregung für einen Tag. Morgen reparieren wir den Hochsitz, dann bleibt immer noch Zeit, die Vögel zu beobachten.